Hals-Nasen-Ohrenärzte, Hörakustiker und andere Hörexperten fordern ein gesetzliches Hörscreening etwa ab dem 50. Lebensjahr. Ist das ein sinnvolles Vorsorgeinstrument Ihrer Ansicht nach? Das Hörscreening ist ja ein sehr bewährtes Instrument bei Neugeborenen und hat sich wirklich sehr segensreich erwiesen. Und viele Kinder, die gescreent worden sind und eine Taubheitsschwierigkeit erkannt worden ist, konnten von der nachfolgenden Versorgung profitieren. Im höheren Lebensalter gibt es natürlich eine ganz andere Thematik. Da geht es um den schleichenden Hörverlust im Alter, dass das Hören im Störgeräusch schlechter wird, dass die Teilhabe dadurch abnimmt und die menschenimmanente Altersschwerhörigkeit detektiert werden soll. Ein Test, eine Vorsorgeuntersuchung, die für alle Menschen möglich ist, kann ich nur befürworten. Ob es ein Gesetz geben muss, ist eine andere Sache, aber zumindest sollen die Kosten übernommen werden und es soll ein niederschwelliges Angebot sein, dass jeder wirklich die Möglichkeit hat, sein Gehör testen zu lassen und auch dann die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, nutzen zu können. Vielen Dank. Dann gebe ich die Frage weiter. Wer möchte dazu noch was sagen? Können wir das Wort gesetzlich weglassen? Das klingt so hässlich, genau, aber ein Hörtest als Vorsorgeleistung. Ja, ich finde das extrem wichtig. Zum einen kriegen wir auch mal einen Überblick darüber, wie viele Patienten eigentlich bei uns oder wie viele Menschen von Schwerhörigkeit betroffen sind. Die Zahlen, die es dazu gab, epidemiologisch, die sind schon über 20 Jahre alt und wahrscheinlich haben die sich vielleicht verändert. Und zum anderen ist es auch wichtig, das wurde schon angesprochen, frühzeitig eine Schwerhörigkeit zu versorgen, auch im Alter, weil eben sich zum Teil die Synapsen, also Nervenbahnen, und bilden sich zum Teil zurück, die Funktionen dieser Nervenbahnen bilden sich zurück mit der Zeit, wenn sie nicht stimuliert werden. Und man braucht dann viel länger, um das wieder aufzubauen. Und auch die zentralen Verarbeitungsprozesse, wenn die Stimulation wegfällt, die geht mit der Zeit, leidet mit der Zeit. Typisches Beispiel ist, wenn jemand nach langer Schwierigkeit das erste Mal ein Hörgerät angepasst bekommt, dann leidet er unter den gesamten Umgebungsgeräuschen, unter seinen eigenen Körpergeräuschen, weil das Gehirn verlernt hat, diese Geräusche zu unterdrücken. Und dieser Lernprozess wird aufrechterhalten, wenn man frühzeitig versorgt.